Talking. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass wir 4 Jugendschütze heute Abend hier haben. 6 Jugendschütze. Und die sind unter anderem hier, um zu kontrollieren, dass die bösen Ärzte, die überall so schlimm auffallen, heute Abend ein Lied ganz bestimmt nicht spielen. Und sie haben recht. Dieses Lied ist einfach Unfug. Es ist schweinisches, dummes, unmoralisches Geschwätz. Wir reden natürlich. Wir haben es eingesehen, Geschwisterliebe. Wir distanzieren uns von dem Text. Und wir würden uns auch strafbar machen. Wir haben schon 10 Anzeigen bekommen auf der letzten Tournee. Da haben wir auch keine Lust mehr drauf. Aber nicht nur wir machen uns strafbar. Ihr könnt das auch. Denn jeder Mensch in diesem unserem Lande, der dieses Lied singt und über 18 ist, macht sich strafbar. Auch unter. Egal. Machen sich alle strafbar. Das finde ich doch schon ziemlich gut. Und darum möchte ich euch raten, bitte. Es ist in den letzten Konzerten öfter vorgekommen, dass Jugendliche im Konzert dieses Lied gesungen haben. Wir spielen es, aber bitte singt es nicht mit. Ihr verderbt eure Jugend! Werft euer Leben nicht sinnlos auf! Draußen vor der Tür steht eine GSG 9 Einheit, die jeden, der dieses Lied singt, sofort vierteilen wird und erschießen und einsperren und verhaften und anmalen und teeren und federn und bespucken. Das lohnt sich doch alles gar nicht! Nur für dieses hässliche Lied! Ihr seid so jung! Ihr müsst mindestens einmal im Leben nach Mallorca fahren. Ihr müsst mindestens zweimal im Leben einen Baum gepflanzt haben. Dreimal Herrn Vogel und viermal Herrn Kohl die Hand geschüttelt haben. Und dann dürft ihr vielleicht das Lied singen, aber das hat noch keiner von euch. Und darum bitte hört auf uns. Bitte singt das Lied nicht. Versprecht ihr uns das? Versprecht ihr uns, dass ihr es nicht singt? Sie haben ja gesagt. Oh,
Stadt. Sie hat mich angelacht und eines Tages dann verstand ich sie alte von Mädchen. Wo gerade der Film anfing, es war sehr dunkel hier, da saß ein Mädchen neben mir. Wie die Menschen seien, ich wusste zu beeilen, wir haben uns wieder gesehen. Ihr müsst verstehen, auch Mädchen. Thomas Gottschalk und